Hallo ihr Lieben, wir wollen heute Bastelmaterialien sammeln, wie zum Beispiel Eicheln, Kastanien, Hagebutten oder Bucheckern. Wir stehen vor einer großen Buchecke. Wir haben hier die Bucheckern und die Schalen von den Bucheckern gesammelt. Wir stehen vor einer Ligusterhecke. Und hier haben wir die Beeren gesammelt und die kann man zum Beispiel für Augen oder für Hände verwenden. Wir stehen hier vor einem Ahornbaum. Und da haben wir die Früchte, die typischen Nasen, gesammelt. Die kann man zum Beispiel als Arme oder Flügel verwenden. Wir stehen vor einer Linde. Und wir haben hier die Samen gesammelt. Und die kann man zum Beispiel als Augen oder, wenn man die so nimmt, als Arme verwenden. Wir stehen hier vor einer Eiche. Die Früchte, die Eicheln oder die Eichelhüte, die kann man zum Beispiel für Köpfe oder für Hände oder Füße verwenden. Wir stehen hier vor einer Kastanienbaum. Und die Kastanien, die kann man entweder für einen Körper nehmen oder für andere Sachen. Wir stehen hier vor einem Feuerdorn. Hier haben wir die Beeren gesammelt und die könnt ihr als Hände, Augen oder Knöpfe verwenden. Und ihr findet bestimmt noch viel mehr in der Natur. Und im nächsten Video zeigen wir euch, was ihr alles daraus basteln könnt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir ganz nah auf.